Premiere im Operettenhaus. Alles läuft wie am Schnürchen. Hinter den Kulissen ist das übliche Chaos. Aber was macht's, wenn's nur vorn auf der Bühne funktioniert? Lydia Bella, der Star des Abends vor ihrem großen Auftritt. Und Larry, der Kulissenschieber, ist der Glückliche, der ihr persönlich assistieren darf. Zumindest bei Make-up. Ihr Auftritt, Lydia! Ich komme gleich. Dankeschön. Jetzt bin ich fertig. Ist sie nicht allerliebst? Larry betet Lydia förmlich an. Mein lieber Fan, das geht aber ein bisschen zu weit. Lippenstift essen? Und noch dazu die Puderquaste? Der muss ja einen Magen wie ein Pferd haben. Den habe ich gerade noch gebremst. Ach, wie sehe ich denn aus? Ui, grauenvoll! Schämst du dich denn gar nicht, du Treuloser? Verzeihung, sehr peinlich, ich bin entzückt. Ist nur Rizinus für die Stimme, ja. Lydia, sie göttliche. Larry hält sich lieber an die erreichbaren Damen. Aber so erreichbar sind die nun auch wieder nicht. Nun ja, wenigstens kann er bei dieser Gelegenheit lernen, wie ein kluger Verehrer seine Angebetete ein bisschen zappeln lässt, damit die Freude hinterher noch größer ist. Es kommt nur darauf an, im rechten Moment die Katze aus dem Sack zu lassen. Dasselbe will Larry natürlich auch gleich selbst üben. Nicht so neugierig. Das ist reizend. Jetzt zeig aber, was du noch hast. Bitte sehr. Was? Willst du mich auf den Arm nehmen? Unverschämtheit! Aber Lydia... Reich mir dein zierliches Händchen, dann bekommst du eine große Überraschung. Doch die Katze gießt, oh Graus, Tinte in den Blumenstrauß. Oh. Meine Verehrung. So ein Kavalier. Nach dem Kaninchen hat der Zauberer noch 60 Eier aus dem Hut gezaubert. Trotzdem ist das Publikum nicht restlos begeistert. Nun ja, Meckerer gibt es immer. Vor allem, wenn sie betrunken sind. Pass gut auf die Eier auf, dann kriegst du nachher ein Omelette. Sieh. Und jetzt kommt der Trick, mit dem ich schon eine ganze Geflügelfarm gegründet habe. Hier bitte sehr, ein echter Hahn. Alles Schwindel, Betrug. Nehmen Sie das zurück. Ach, verschwinde. Hast du gehört, der hat dich beleidigt. Willst du dir das gefallen lassen? Verzieh ich von der Bühne, lass lieber die süße Sängerin ran. Solche Beleidigungen lassen wir uns nicht bitten. Dich hau ich in die Falle. Bravo, mein Freund, du hast unsere Ehre gerettet. Guten Abend, guten Abend. Danke. Schon wieder?
Jetzt kriegt das Vieh einen Rundschlag. Oh, rutsch. Getroffen. Oh, weia, ein falscher Hase. Hahn wollte ich sagen, Verzeihung. Nee, Frau, es ist mir furchtbar angenehm. Oh, Gott. Kukuruku, kikuriki. Oh weh, Nitroglycerin ist ein explosives Wässerchen. Wenn der Hahn jetzt nur einmal kräht, zerreißt es ihn. Oh, oh, Lydia macht sich für ihren nächsten Auftritt als Madame Butterfly fertig. Und der Bühnenmeister führt irgendwelche bösen Absichten im Schilde. Ich hab den Schmuck für Lydia. Weil Lydia ein Star ist, muss der Schmuck für ihren Auftritt natürlich echt sein. Das ist gefährlich. Aber aus Sicherheitsgründen bringt der Juwelier ihn immer erst kurz vor ihrem Auftritt. Ist das nicht ein zauberhaftes Stück? Ah! Die Kette ist mindestens 100.000 wert. Achtung, es ist gleich soweit! Los, den Windgenerator in Stellung bringen! Na, vorwärts, wird's bald! Alles klar, Vorhang auf, stellt euch da vernünftig hin! So, und jetzt mit Wind, los, Beeilung! Larry, wirf den Propeller an, husch, husch! Da waren die Kollegen ein bisschen unvorsichtig mit dem Graphitstaub. Die Nummer ist geschmissen. Aber auch das schadenfrohe Publikum kriegt sein Fett weg. Wer war der Idiot? Stellt das Ding ab, schnell! Hier, raus mit euch, ihr seid dran, hopp, 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 hopp! Ja, es wird höchste Zeit, dass die vier Schmalzfidos auf die Bühne gehen, denn die Stimmung steigt dermaßen, dass das gesamte Operettenhaus in Gefahr ist. Nur mit Mühe gelingt es dem Bühnenmeister, das erregte Publikum mit der Ankündigung der vier Schmalzfidos zu besänftigen. Räumt das auf, wird's bald! Und ihr fangt an zu singen da vorne! Los, singt! Larry, hier geblieben, hilf das wegfegen! Ach, das war... Oh, oh, oh. Du Trottel! Die stürmische Kantate hat das Publikum versöhnt. Aber dafür ist jetzt hinter der Bühne der Teufel los. Und es ist zu befürchten, dass der Galaabend mit einer Katastrophe endet. Das muss Lydia verhindern, denn sie mag nur zufriedene Fans. Hey Jungs, die Gelegenheit ist günstig. Jetzt schnappen wir uns den Schmuck. Ah. Carlo, was machst du da? Halt den Schnabel oder es funkt. Setz dich brav dahin und sei ruhig, dann passiert ja auch nichts. Hey, gib mal den Revolver her. Und jetzt die Tasche. Oh. Natürlich erkennt auch der Juwelier sein Schmuckköfferchen. Und so kommt Carlo nicht weit mit der Beute. Oh, Larry, du bist ein Held. Wie tapfer du dich ihm in den Weg gestellt hast. Und wo ist der Schmuck? Oh, er hat ihn immer noch. Loslassen! Er flieht! Ich rette den Schmuck, so wahr ich Larry heiße. Hinterher, jagt sie! Wir fliehen in der Richtung. Oh. Los, alles aufsteigen! Lokomotive stürmen! Vorwärts! Halt den Schmuck! Herr Wachtmeister, Verstärkung, Juwelendiebe, Räuber, Mörder, Überfall, alles. Jawohl, halt! Hey, Lokführer, nach Kuba, aber Dalli! Der Schutzmann will wieder auf seine Kreuzung zurück. Aber Larry duldet keine Widerrede, wenn es um das Gesetz geht. Komm zurück! Unaufhaltsam bahnt der Zug sich seinen Weg nach Süden.
Larry und die Polizei müssen sich beeilen, wenn sie ihn noch vor der Grenze erwischen wollen. Hilfe! Mein Haus! Ah, nein! Da vorne kriegen wir ihn! War knapp. Aber noch sind die Juwelen nicht verloren. Abfahren! Nur hat leider schon jemand den Gegenzug in den Tunnel gelassen. Da hilft nur eins. Absitzen, das Ganze kehrt und die nächste Abkürzung zum richtigen Gleis nehmen. Sind Sie? Halt im Namen des Gesetzes! Aua! So, hab ich euch. Dampf raus! Los, einer runtersteigen, die Wagen abhängen. Wird's bald, na mach schon. So, und jetzt dürft ihr aussteigen, Jungs. Einer nach dem anderen. Schön absitzen. Ja. So, hurra, ich habe gewonnen. Wo bin ich? Alles noch dran. Und der Schmuck ist auch noch da. Sieg, Sieg. Larry, wach auf. Was faselst du immer von Sieg? Hast du einen Albtraum oder ist das ein Dauerschaden vom K.O.? Oh, der Schmuck ist weg, verloren. Aber nein, sie haben Carlo erwischt, siehst du? Ja, tatsächlich. Carlo ist immer noch da und schon hat die Polizei ihn dingfest gemacht. Also kann es nur ein K.O.-Fiebertraum gewesen sein. Oh, Larry, ich glaube, du brauchst Urlaub. Ja,